Ich war neulich Nacht in der Bibliothek. In der verbotenen Abteilung. Und hab etwas Merkwürdiges gelesen über einen seltenen Zauber. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt er Horcrux. Wie war das? Horcrux. Ich bin auf diesen Begriff gestoßen. Und so ganz verstehe ich ihn nicht. Ich weiß nicht, was Sie da lesen, Tom, aber das geht tief in die schwarze Magie, sehr tief sogar. Deswegen habe ich auch Sie gefragt. Ein Horcrux ist ein Objekt, in dem jemand einen Teil seiner Seele fängt und verborgen hält. Aber ich verstehe nicht ganz, wie das geht. Indem man einen Teil seiner Seele abspaltet und in einem Gegenstand versteckt. Und wenn man das tut, ist man geschützt, sollte ein Angreifer den Körper zerstören. Geschützt? Der Teil der Seele, der versteckt ist, lebt weiter. Das heißt, niemand kann einen töten. Und wie spaltet man seine Seele, Sir? Ich glaube, die Antwort darauf kennen Sie schon, Tom. Mord. Ja. Töten ist ein Verstoß wider die Natur. Es reißt die Seele auseinander. Kann man die Seele nur einmal spalten? Wäre nicht zum Beispiel siebenmal... Siebenmal? Bei Merlins Bart, Tom. Ist es etwa nicht schlimm genug, einen einzigen Mord zu erwägen? Aber die bloße Vorstellung, die Seele in sieben Stücke zu reißen. Das ist eine theoretische Überlegung, oder, Tom? Rein hypothetisch. Aber natürlich, Sir. Das bleibt unser Geheimnis.